Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Als ich vor ein paar Jahren begann, mich für das Fasten zu interessieren, begann ich mit dem klassischen Buchinger Fasten und war ziemlich geschockt, wie schwer es mir doch fiel, auf Essen zu verzichten. Nach 7 Tagen, von denen ich genau genommen nur schlappe 4 Tage wirklich nichts gegessen habe, fühle ich mich wie ausgekotzt und extrem schwach. Das ist aber durchaus normal für Menschen, die noch niemals in ihrem Leben auch nur einen einzigen Tag auf Essen verzichtet haben. Da zeigt uns der Körper recht deutlich, wie abhängig er vom Zucker ist und wie wenig flexibel der Stoffwechsel ist. In dieser Hinsicht haben wir heute nichts mehr mit unseren Vorfahren aus der Steinzeit gemein. Wahrscheinlich hätte ich nie wieder auch nur einen einzigen Tag gefastet, wenn ich nicht ein paar Jahre später auf das Buch The Fast Diet von Dr. Michael Mosley gestoßen wäre, durch das ich das Konzept des intermittierenden Fastens überhaupt erst kennenlernte. Das erschien mir deutlich einfacher umzusetzen und nicht so qualvoll, denn schließlich darf man dabei ja im Prinzip jeden Tag essen, aber eben nicht ständig und zu jeder Tageszeit. Durch meinen Podcast und etliche Gespräche im familiären Umfeld ist mir aber schnell klar geworden, dass selbst das für viele Menschen eine echte Herausforderung darstellt. Also mal 16 Stunden aufs Essen zu verzichten, schließlich wird man ja ständig und überall mit leckerem Futter und vermeintlich gesunden Snacks konfrontiert. In dem Buch wird allerdings auch die Mosley-Methode, das sogenannte 5-zu-2-Fasten, beschrieben und der Autor schwört darauf, da er damit selbst enorm abgenommen habe. Ich möchte dir daher diese Methode kurz beschreiben und dir erklären, warum ich sie nicht empfehlen kann. Zunächst einmal darfst du bei dieser 5-zu-2-Methode im Prinzip 5 Tage lang essen, was du willst. An 2 Tagen, das sind die sogenannten Fastentage, deswegen auch 5-zu-2, kannst du eben nur 500 Kalorien aufnehmen oder darfst du nur 500 Kalorien aufnehmen, wenn du eine Frau bist und maximal 600 Kalorien, wenn du ein Mann bist. Das ist aber nicht Fasten, sondern das nennt sich Kalorienrestriktion. Es hilft natürlich blutigen Anfängern und Menschen mit massivem Übergewicht in das echte intermittierende Fasten reinzufinden. Es ging aber auch viel leichter und weniger qualvoll. Es findet außerdem keine Adaption statt, da es irgendwie ein dauerndes Hin und Her ist. Da darfst du mal essen, was du willst, den ganzen Tag lang und dann musst du wieder auf die Kalorien achten. Es drohen dabei eben immer wieder Hunger, Müdigkeit und Kreislaufprobleme. Auch die 2-zu-1-Methode oder das sogenannte Wochenendfasten haben die gleichen Probleme. Denn immer wieder musst du wechseln zwischen Essen und normaler Nahrungsaufnahme und anscheinend spielt es auch keine Rolle, was du isst. Deswegen lieber täglich intermittierend fasten und sich langsam aber sicher steigern. Zunächst auf die 3 Mahlzeiten am Tag beschränken, keine Snacks. Dann von 3 auf 2 Mahlzeiten reduzieren. Dann das Fastenfenster vergrößern, also die Nahrungsaufnahmen in einen kleineren Bereich einschränken. Beginnen kann man in der Regel am besten mit 16-zu-8, das heißt 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Danach dreht sich das Ganze um auf 18-zu-6, das heißt 18 Stunden Fasten und nur noch 6 Stunden Essensfenster. Und dann letztendlich das Ziel 20-zu-4. 20 Stunden nichts essen, 4 Stunden für die Nahrungsaufnahme reservieren. Bei Erreichen eines Plateaus macht es Sinn, das Intervallfasten anzupassen, also das Intervall im Intervall und mal für 2 Wochen vielleicht 1 Mahlzeit dazuzunehmen und dann wieder 3 Mahlzeiten zu essen. Ja, dann kann ich dir eigentlich nur noch einen wichtigen Tipp geben, den ich den meisten Leuten gebe. Das Intervalltraining und die ketogene Ernährung, das sind beides äußerst praktische Ergänzungen, wenn du erfolgreich abnehmen willst. Also anstatt einfach nur intermittierend zu fasten, kannst du das mit 2 Intervalltraining-Workouts und der ketogenen Ernährung ergänzen, um den maximalen Erfolg zu erreichen. Ja, das war es eigentlich schon, was ich dir zum Thema intermittierenden Fasten sagen wollte. Also mach nicht den Fehler und lass dich auf so eine Wechseltagesfasten-Sache ein. Das ist kein echtes Fasten, denn dazu müsstest du es regelmäßig machen und nur dann kann sich dein Körper auch dran gewöhnen. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Bemühungen. Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe und teile deine Erfahrungen mit uns und wir hören uns dann wieder morgen. Bis dann. Ciao.
Lust auf mehr? Dann wirf am besten gleich einen Blick in die Shownotes unter paleo-lounge.de/gh. Dort findest du auch alle Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf paleo-lounge.de/gh und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo-lounge.de/gh20 die Shownotes der Episode 20. Wenn dich der heutige Impuls weitergebracht hat, dann gib mir bitte ein Feedback und schenke mir deine Rezension auf Facebook oder iTunes. Wie das funktioniert, erfährst du in meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung unter paleo-lounge.de/podcast-bewerten. Diese Bewertung ist wichtig, damit auch andere Menschen von den gesunden Häppchen probieren können, um ihre Gesundheit auf ein neues Level zu bringen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf dem Weg zur besten Version von dir. Bleib gesund und bis bald, dein Sascha Röhler.